und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute bin ich mit der Chiara im Fotostudio. Hallo, ich bin Chiara und ich bin heute bei der Sandra und wir machen richtig coole Fotos mit so süßen kleinen Schmetterlingen, die wir mir auf die Haut kleben. Die sehen aus, als wären es echte und Designs sind die von der Sarah Winter, das ist eine Schmuckdesignerin aus Karlsruhe und das probieren wir jetzt heute mal aus und ich bin gespannt, wie es wird. Und danach machen wir noch Freestyle, irgendwelche anderen süßen Sachen. Ich freue mich. Viel Spaß mit dem Video. Wir waren im Studio unterwegs vom Lichtwert e.V. in Karlsruhe. Da habe ich die Möglichkeit, das Studio mitzunutzen und das freut mich natürlich sehr. Und da habe ich irgendwann entdeckt, dass es da eine rosane Wand gibt und die wollte ich unbedingt einsetzen. Wie ihr ja wisst, habe ich bei der Sarah Winter ja diese Schmetterlinge bekommen und dann dachte ich so, perfekt, der rosa Hintergrund passt perfekt zu den Schmetterlingen und das könnte ein richtig schönes, weiches Porträt geben. Dann habe ich die liebe Chiara gefragt, die Gott sei Dank auch mitgemacht hatte und Bock hatte, bei diesem kleinen Fotoprojekt mitzumachen und dann haben wir angefangen aufzubauen. Bei der Belichtung war mir auf jeden Fall wichtig, dass es weiches Licht gibt, dass wir weiche Schatten haben, damit wir eben diesen dreamy Look beibehalten können. Wir haben dann experimentiert mit den Schmetterlingen bei ihrem Gesicht, weil ich wollte ein nahes Porträt machen. Das war von Anfang an klar, okay, die Schmetterlinge kommen auf die Hände, aufs Gesicht, möglichst in einem nahen Bereich, dass es auch wirklich formatfüllend ist und dass man die auch gut und groß erkennen kann. Aufgenommen habe ich das Ganze mit meiner Lieblingskombination, also der F5 und den 85mm 1.2. An der Stelle möchte ich noch erwähnen, dass wir einen ND-Filter benutzt haben, weil die Minimallichtleistung von den Studioblitzen zu hell war und ich wollte auf gar keinen Fall die 1.2 Blende verlieren, weil ich mag einfach den Look ultra gern und ich finde das 85mm 1.2, das macht es einfach aus. Das Make-up, wie ihr seht, ist auch sehr glossy und weich und unterstützt die Farben, passt gut zu den Hintergrundfarben. Und unterstützt auch die Bildaussage. Das ist einfach weich, die sieht ein bisschen aus wie so eine Fee. Und das war der Plan und ich finde, das hat auch ganz gut funktioniert. Später haben wir dann die Schmetterlinge auch umpositioniert und auch ein bisschen mehr und weniger Schmetterlinge ausprobiert. So, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen auf die Nachbearbeitung konzentrieren, da habe ich versucht, mit dem Rosaton zu spielen. Der ist einmal ein bisschen wärmer und einmal ein bisschen kälter. Und ich habe auch noch ein paar Bilder in Schwarz-Weiß gemacht und auch da relativ wenig Kontrast, leichtes künstliches Rauschen, damit es einfach diesen Fairy-Look beibehält. Und da wir jetzt ohnehin schon im Studio waren, dachten wir, cool, wechseln wir noch das Outfit und haben noch ein bisschen einen punkrockigeren Style ausprobiert, weil die Chiara ist ja auch der Typ dafür. Und haben dann verschiedene selbstbewusste Posen ausprobiert, mal im Sitzen und mal im Stehen. Und hier seht ihr die Ergebnisse. Die Fotorolle war am Ende ein bisschen kaputt, deshalb musste ich hier und da noch ein bisschen den Boden photoshoppen am Schluss. Aber bei den Paar habe ich es bewusst drin gelassen, weil ich fand den Look eigentlich ganz cool von dieser zerrissenen Papierrolle. Ich fand, das passt ganz gut zu ihr. Ich finde auch an sich ist sie ein ganz cooler Kontrast, weil sie so ein weiches, feengleiches Gesicht hat. Aber mit diesen harten Klamotten gibt es eigentlich eine schöne Spannung im Bild. Und auch mit dem rosa Hintergrund. Es hat so ein bisschen so Avril Lavigne-Vibes, finde ich. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Ergebnisse haben euch auch gefallen. An der Stelle nochmal vielen Dank an Sarah, dass wir die Schmetterlinge bekommen haben von dir und vielen Dank an Chiara, dass du mitgemacht hast und für deine Zeit und für deine kreative Beteiligung. Wenn ihr mögt, könnt ihr dieses Video sehr gerne liken und, oder einen Kommentar schreiben und mir folgen oder wie auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi!